Game in die Knife-Runde. Und es ist Clutch Control gegen die Schmutzfinke auf Vertigo, dem Map-Pick von der Schmutzfinke. Und wir sind natürlich gespannt, wer sich hier entscheiden darf, auf welcher Seite er starten möchte. Ob das vielleicht sogar bei den Teams übereinstimmt, wir wissen das nicht. Ah, das werden wir jetzt sehen. Oder wird aggressiv reingestochen und es sieht so aus, als ist Storm jetzt eine Mammutaufgabe vor sich. Das sieht nicht gut aus für ihn. Und das wird hier höchstwahrscheinlich die Knife-Round-Entscheidung für die Schmutzwinke sein. Ja, gegen zwei macht das da keinen Sinn, noch was zu machen. Er versucht das mit dem Rechts. Aber Konix mit seinem Full AP. Da wird sich nichts dran dehnen. Und damit wird hier höchstwahrscheinlich auch der Switch kommen. Oder? Es wird drauf gewartet. Ja, da kommt er durch. Und damit geht es los auf Vertigo. Am Spieltag Nummer 4. Wie gesagt, die Schmutzfinke gegen Clutch Control auf Vertigo. Ich sag's nochmal, damit es auf jeden Fall jeder jetzt drin hat. Der Pole ist ausgegangen auf Seiten von Clutch Control. 74% da, 26% für die Schmutzfinke. Aber es ist nur ein 2:1 Vote, dementsprechend da relativ viel möglich mit der Punktedifferenz da was umzudrehen. Es ist halt das 66:33 ungefähr Verhältnis oder 2:1 Verhältnis. Und das geht für CC recht schnell nach B. Ja, interessante Position, aber Black Daddy nimmt da Tamox direkt raus. Kann auf der Side swingen, wird jetzt von Heldexel ja, supported. Der kriegt aber einen Shot von Storm ab. Draconix lässt sich hier von der Mitte nicht pushen und dann ist es plötzlich nur noch Storm, der da irgendwie alleine auf der B-Side steht. Die Flashbang ist gut, aber Konix ist schon in der Position drin gewesen. Excuse me. Ja, und damit geht die Pistol-Round heute auf Seiten der Schmutzfinken aus hier, die erste. Und holy shit. Also ich glaube, ich muss da nochmal einen Schluck trinken, um die Zähne auseinander zu bekommen. Das wird heute wild. So. Ja, interessantes Lineup hier auf Seiten von Konix. Wirft da eine Ramp Smoke, die kommt deep. Damit haben sie da erstmal viel Bereich eingenommen. Und drängen CC da erstmal ein bisschen zurück. Aber die entscheiden sich hier mit einer Flashbang von Flint in der Mitte komplett fortzugehen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen auf Seiten von Draconix, denn dann ist man blind. Und damit geht's für CC dann Richtung B-Side. Aber Spray mit einer guten Flashbang kriegt da nicht viel Damage rein. Ja, kann noch keinen bestrafen, aber jetzt geht der Headshot gegen Storm durch, der da versucht Richtung CT zu pushen. Sylvestrana hält hier Richtung A-Side Ramp erstmal ein bisschen Platz frei und sie entscheiden sich in der Mitte erstmal zurückzugehen. Sie lassen diesen ganzen Raum, den sie sich gerade eingenommen haben, nochmal frei. Und jetzt kommt die Entscheidung, jetzt geht man hier schnell Richtung B-Ramp. Und das ist das richtige Play, denn da steht eigentlich nur noch Held Exe, der da alleine in der B-Ramp steht. Wenn sie den rausnehmen können, ist die komplette B-Side frei. Aber Sylvestrana schickt den Engel nicht, er kriegt einen, aber nicht den zweiten. Flint antwortet mit der Diegel. Aber die Rotation von Black Daddy ist schon da, Backside. Der Molotov fliegt, aber er wird von Tamox gespottet. Die Diegel ist stärker. Und zwei Shots sitzen, das reicht, um ihn rauszunehmen. Und CC mit dem Plant auf der B-Side im 3 gegen 2. Dann wird einer rausgenommen. Ah, und Bautz kann nochmal ein bisschen beantworten. Auf der Backside, nein, Ray in dem Angle supportet da sehr gut und holt den Kill am Ende. Tamox mit seinen 6 AP da sehr gut abgelenkt on-side. Und es ist zum Rundenausgleich hier in Runde 2 schon mal sicher, dass die Schmutzfinke hier nicht viel ja, investieren kann. Es gibt eine Farmers, es gibt eine UMP, ansonsten nur Pistols und auf Seiten von CC den Full bei 3 Rifles, eine AK davon und 2 MPs. Das ist sehr gut. Eine Rifle VB holt einen Frag, den zweiten hat er gesehen. Muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein, weil er da komplett alleine steht. Er darf nicht down gehen mit der AK. Aber genau das passiert. Black Daddy holt ihn und selbst Spray kann da nochmal ein bisschen Informationen finden. Aber Tamox sorgt dafür, dass zumindest das Ganze nicht unbestraft bleibt, vor der B-Side da rein zu pieken. Und Sylvestrana in der Mitte findet Informationen gegen... Das müsste eigentlich Konix gewesen sein. So, und jetzt vor der B-Side geht nochmal ein bisschen Damage gegen Bautz drin. 47 HP und die Mitte wird abgesmoked. Damit kann Sylvestrana hier ins Window. Findet den B-Side-Spieler einer Air-Unit. Nimmt ihn raus. Konix, der hat das auf dem Schirm mit der CZ. Sitzt er da close am CT. Move da richtig gut mit seinem Teammate zusammen rum.
Von den Spielern in Heaven ist bekannt. Tamox zieht mit der Farmers rum und auf den letzten sehen sie Ray. Beendet hier die Runde Nummer 3 und es sind zwei Waffen, die sie durchbringen können und immer noch wenig Geld auf Seiten der Schmutzfinke. Und CC hier jetzt mit zwei AKs mal in die Runde rein. Sogar noch viel Geld auf Tamox, aber es sieht so aus, als wird Silvestrana da erstmal auf der MAC-10 stehen gelassen. Ah, das Upgrade wäre hier auch noch nicht so wichtig. Wie gesagt, sie spielen hier jetzt gegen eine Full-Eco auf Seiten der Schmutzfinke, dementsprechend da eher etwas langsam runterziehen. Das Ganze, so ein Ray in der Ramp, versucht da so ein bisschen Informationen rauszubaiten und Spray geht relativ weit vor. Lässt sich da aber nicht early in den Peak baiten. Ray hat den richtigen Engel auf dem Schirm, drückt da Damage gegen Bouts, aber der zieht sich sofort zurück. Und die Schmutzfinke hier mit ihren Waffen versuchen halt irgendwie die Leute in Crossfire reinzubekommen, dass sie zumindest ein oder zwei Spieler rausnehmen können. Oh, das ist eine gute Position gewesen von Heldexer. Aber Storm hat das auf dem Schirm und checkt das im richtigen Timing, wo er gerade zurückgeht. Tamox findet hier den Mitte-Try von Konix. Aber Spray mit der 5-7 gegen Silvestrana in der A-Ramp findet einen Frag. Und damit ist die Eco hier schon mal nicht komplett umsonst gewesen. Sie können schon mal eine Waffe rausnehmen. Auch wenn es nur die MAC-10 ist. Ist immerhin etwas, was CC nachkaufen muss. Und das ist auf jeden Fall, was sie hier erreichen möchten. Und selbst ein zweiter Frag von Black Daddy on Backside. Es sind drei Spieler da bekannt. Ray hat keine Informationen auf Black Daddy, der da immer noch in der Smoke sitzt. Aber sein Teammate hinten in CT wird downgefragt. Und dann ist es hier Ray mit einer starken Performance. Holt sich hier die Eco-Frags auf sein Konto und baut sein Geld schön nach oben aus. Ja, und CC, die werden hier die nächsten paar Runden erstmal nicht so viele Geldprobleme haben. Das ist ersichtlich. Und die Schmutzfinke jetzt mit ihrem ersten so richtigen, kompletten Buy. Und selbst der sieht nicht insgesamt, nicht wirklich schön aus. Es ist nicht viel Utility da. Zumindest genug, um hier eventuell was umsetzen zu können. Und für CC geht es hier zu dritt erstmal vor die B. Unten im Connector wird die Bombe liegen gelassen, damit die nicht gespottet werden kann. Und es geht für Ray. Es geht für Flint, Entschuldigung, sofort wieder zurück. Der Zeitspieler wird von Silvestrana rausgenommen. Der Headshot sitzt. Aber sie bleibt zu lange im Open Angle stehen. Und Heldexe kann late traden. So, Storm weiß, da ist ein Spieler backside. Swingt rein. Und die Aug von Heldexe findet ihr nächstes Opfer. Und dann sind es hier out of nowhere nur noch Tamox und Flint, die sich hier irgendwie, ja, sie haben die Bombe noch, die sich hier irgendwie verständigen müssen, was sie zu zweit jetzt erreichen möchten. Und sie gehen die Leiter hoch, aber da steht schon Spieler Klaus oder nicht? Nein, das ist Bouts, der auf der A-Side immer noch steht. Der hätte die Information vielleicht bekommen können, aber sieht so aus, als würde Clutch Control sich hier versuchen, Richtung Mitte vorzuarbeiten. Und da werden potenziell Spray und Honix warten, Spray mit dem ersten. Ja, Flint antwortet nochmal, spottet den Spieler im Heaven Window, kriegt dann nochmal einen Tag, kann aber noch mit Damage nachsetzen. Oh, eine zweite Nate, die er aufgehoben hat, die kommt gut, 18 AP auf Konix. Der Molotov liegt noch besser, er nimmt ihn raus und dann ist es hier das 2v1. Flint mit dem nächsten, aber die Nate von Heldex fliegt da in die Mitte und nimmt den Klatschversuch dann komplett auseinander. Aber dass Flint dann noch den zweiten Spieler in der Mitte überhaupt findet, dann noch den dritten Frag Richtung A-Side ziehen kann. Ja, schwierig für die Schmutzfinke hier vier Waffen abzugeben. Man sieht es geldtechnisch, sie müssen MPs kaufen. Ah, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und damit geht es hier mit Waffenvorteil auf Seiten von CC durch, haben in der Mitte auch schon relativ einen harten Stack, aber Heldexe pusht B durch mit der Aug. Ah, Ray aimt das ab, aber hat es zu spät auf dem Schirm. Heldexe auch nur auf 19 AP runtergebracht. Und zwar in der Ramp findet die Information auf Bouts, der da ein bisschen am Jingeln ist. Aber auch der kann sich zurückziehen und es sind Spieler-Advantage auf Seiten der Schmutzfinke und sie können hier gut gegenarbeiten. Aber der 19er Fehlspieler entscheidet sich, das Window zu pieken. Flint nimmt ihn raus, weil die Flashbang da etwas zu spät kommt. Aber Draconix, die werden sie jetzt nicht auf dem Schirm haben. Der Waffendrop wird ihn hier eigentlich verraten. Spätestens Tamox muss das gehört haben. Der ist auf jeden Fall schon in Range gewesen. Aber sie sind immer noch sehr vorsichtig. Haben da immer noch viele Engel, die sie up-aimen müssen. Die Smoke drängt Spray da jetzt so weit zurück, dass er nach CT gehen muss. Und Storm in B geht vor und Black Daddy findet da keinen Frag. Wird bestraft.
Und auch Tamox kennt den Engel da oben nur zu gut. Den letzten Spieler, der Close CT ist, ist bekannt. Und dann ist es Flint mit dem 2K im CT-Spawn, der das Ganze hier beendet. Und Clutch Control in dieser Runde. Ja, sie konnten sich hier so ein bisschen darauf ausruhen, dass die Gegner nur MPs hatten. Trotzdem ist gut was an Damage durchgekommen. Da ist die Frage, inwiefern das jetzt auf lange Sicht ein bisschen teuer wird. Und die Schmutzfinke, auch wenn sie gerade mit den Runden hinten stehen, sie drücken das Geld von CC immer wieder nach unten. Sie drücken es weg. Und das ist genau das, was sie möchten. Und jetzt hier mit einem schnellen Mitte-Push. Etwas, was sie bisher noch nicht versucht haben. Und Ray sollte das definitiv da gehört haben, dass da in der Mitte gut was vorwärts geht. Und sie sind schon hinter ihnen in der Ram. Tamox hat das auf dem Schirm, findet einen, aber Black Daddy mit der USP findet einen Frag. Und jetzt kann er vorgehen und sich die Rifle picken. Stormtrooper dann nochmal zurückgepusht. Ray findet ebenfalls noch einen Frag. Und als er sich dann umdreht, müsste es Silvestrana sein, die da den Reflex setzt. Ja, aber zwei Waffen rausgenommen. Ein sehr, sehr guter Backstep-Push über die Mitte von den Schmutzfinken hier. Die hier selbst in der Eco nochmal zwei Rifler komplett auseinanderschießen können. Gefällt mir. Ist bisher echt gut gespielt. Ja, man muss halt auch sagen, es ist halt hier ein bisschen die schwierige Side of City, gerade wenn du dann keine Waffen hast. Und da alleine diesen Damage zu setzen, das ist auf jeden Fall was zeigt, dass sie hier auch in einer Buy-Round eigentlich die Möglichkeiten haben, hier Clutch Control nochmal ein bisschen zurückzuhalten. Und das macht Heldex so wunderbar. Findet den ersten. Und Triconix in der Mitte den zweiten. Ray konnte ein bisschen antworten. Damit ist es hier das 2 gegen 4. Ray und Storm. Ray mit dem ersten, mit dem zweiten. Backside findet Storm den dritten Spieler. Und dann ist es out of nowhere nur noch Spray mit der AWP. Und er wird es versuchen, geht übers Window. Aber das hat Ray auf dem Schirm. Sehr schöner 3K von ihm, supported von Storm. Und drehen das Ganze hier nochmal komplett um. Das war eine Runde, die sie eigentlich nicht mehr mal hätten verdient, die zu bekommen. Ja, und die Schmutzfinke hier verdient wieder in der Eco eine Full Buyround abzugeben in gegen zwei Spieler, ist auf jeden Fall was man sich hier auf keinen Fall leisten kann. Und das gibt natürlich hier nochmal Momentum für CC und sie gehen schnell auf die B-Side und das macht die Schmutzfinke hier gerade gut. Die Utility, einer wirft da ein bisschen was rum, es bringt kein Damage durch, aber sie stehen hier zu viert. Es gibt nur Spray, der auf der A-Side hinten deep steht für Information. Und Ray steht da genau in dem Engel, den Heldex dann pieken kann hinter dem Holz. Hast du halt den Vorteil. Aber dass Storm schon vorne war, findet er zumindest einen Frag. Entscheidet sich dann noch nicht wieder gegen zu pieken. Silvestrana hier immer noch auf der A-Side hält Ramp gegen. Aber da gibt es nur noch keine Information. Storm flasht nochmal vor der B-Side rein. Er entscheidet sich da sogar nochmal eine zweite Flash zu werfen. Pickt jetzt die Bombe. Also sein Team ist schon in der A-Ramp aufgebaut. Und es sieht so aus, als hätten sie hier noch Tamox abgestellt, der so ein bisschen oben in der Mitte guckt. Das ist ein interessanter Engel hier. Triconix hier eher so ein bisschen auf CT ruhend positioniert. Spray hat da eine gute Position. Wenn die nicht gecheckt wird von CC, könnte das direkt ein böses blaues Auge geben. Und Tamox schleicht sich in der Mitte immer weiter vor, hofft natürlich, dass er hier irgendwie Informationen gegen die B-Rotation bekommt, aber Silvestrana ist close, Sandbags, und der Frag geht nicht durch, die checkt den Engel und Sprays Position zahlt sich nicht aus und selbst Triconix wird hier von Tamox in Mitte-Position rausgenommen. Da findet er noch Damage gegen Outs, der da noch ein bisschen was tankt. 33 HP runter. Ja, es wird wohl hier die AK bei Black Daddy sein, die sie durchbringen möchten. Er hat sich schon weit Richtung B zurückgezogen. Er findet nochmal mit einer Nade in die Ramp rein, aber da ist nichts mehr. Tamox hält hier nur noch gegen T-Spawn an. Und es sieht so aus, als hätte Clutch Control das hier bisher halbwegs gut in der Hand. Ist jetzt natürlich die Frage, was die Schmutzfinken hier gleich mit der Rifle machen werden, die sie auf Black Daddy durchgebracht haben. Also es ist auf jeden Fall hier, Bombe geht hoch, das ist die siebte Runde. Ein Spieler sind eben sogar noch raus, aber Black Daddy kann die AK Backside saven. Dadurch, dass sein Teammate da down gegangen ist, kriegt er die Information, steht safe, alles gut gespielt. Die AK ist durchgebracht und es gibt die ersehnte Buy-Round und dann geht es direkt in die Doppel-AWP. Ein Setup, was auf Vertigo definitiv tödlich sein kann, wenn du zwei gute Orper dabei hast.
Und das ist eine Runde, die sie hier auf jeden Fall jetzt umsetzen müssen. Ansonsten geben sie die Halbzeit, in Halbzeit-Wins schon eine Clutch-Control ab. Das ist was, sie sich hier auf keinen Fall leisten können. Hinter der Smoke kriegt Silvestrana sofort den Ding. Er geht nicht down, 10 HP bleiben bei ihr noch bestehen. So, Ray vor B-Side mit Storm machen ein bisschen Trouble. Die Flashbang, ja, ist fast gut. Flint in Heaven Window wird nicht gespottet, kommt da nicht gegen Trikonix durch. Das ist ein gutes Play, da den Spieler early rauszunehmen. Aber Spray kriegt ein bisschen Damage. Selbst Helldexe Backside mit Fracking Storm. Aber dann antwortet Ray, nimmt Black Daddy Backside B raus und seine Teammates rotieren zu ihm. Die Bombe immer noch down vor B. Ja, und es sieht so aus, als würden sie hier versuchen, mit der Bombe dann entsprechend Richtung B-Side das Ganze auch aufzubauen. Die liegt an einer schwierigen Position. Die kann da oben eigentlich abgeaimt werden, wenn man das herausfindet. Da hat CC hier Glück gehabt. Ja, aber es ist immer noch das 3v4. Ja, den ersten findet Ray, den zweiten. Ja, das supportet Silvestrana 10 HP und sie findet trotzdem Frag. Das ist Ray, der da trotzdem erbarmungslos weitergeht. Dann sind sie Ray und Tamox, die zu zweit hier die B-Side unter Kontrolle haben. Sie haben den Plant und der Molotov verhindert, da weiterkommen, aber es baut. Mit einem Frag, jetzt nicht gehört. Und Tamox setzt den Headshot und damit ist es Runde 8 für Clutch Control. Die sich hier immer weiter auf Vertigo ausarbeiten. Es gibt hier wieder den Full-Buy und auf Seiten von den Schmutzfinken hier ein Full-Deagle-Upgrade. Gehen aber nicht in die Waffen. Interessantes Play da auf jeden Fall in der Situation. Können dadurch dann in den Full-Buy in der nächsten Runde gehen. Clutch-Control logischerweise null Probleme geldtechnisch. Und der erste Frag von Helldexe sitzt und selbst Trikonix mit dem Mitte-Push findet da Informationen und ein Frag. Storm steht viel zu weit draußen, wird da rausgenommen und es sind nur noch Flint und Tamox. Und das sind jetzt viele Waffen auf der Seite von Schmutzfink. Ja, und die nutzen sie höchstwahrscheinlich auch. Es ist das 2 gegen 4. Wir haben Clutch Control gerade zweimal in der Situation gesehen, aber nein. Hier ist es jetzt Tamox, der weit in B steht und Black Daddy, der ihn rausnehmen kann. Und dann ist es hier nur noch Flint mit der Bombe und 1:15. Ja, und vor B, er steht, findet den Engel, aber Black Daddy ist schneller. Nimmt Flint da raus und es ist eine lang ersehnte dritte Runde auf der City-Side für die Schmutzfinke. Ja, und 4 potenzielle Runden, die sie sich hier noch holen, um das Ganze nochmal ein bisschen ja, ausgeglichener zu machen. Clutch Control, jetzt schon die Halbzeitkontrolle durch die 8 Runden. Auf der T-Side etwas, was du auf jeden Fall viel weiter ausbauen möchtest noch. Und hier möchte man sich nichts gegenseitig schenken. Man hat es gerade gesehen, Clutch Control mit 2 krassen 2v4-Plays bisher. Und auf Seiten von der Schmutzwinkel jetzt halt eben diese unglaublich starke Deagle-Force-Ball-Runde. Und da kann man auch einfach mal sagen, die wurde auf Seiten von CC nicht erwartet. Und das ist was, was man auf Seiten von den Schmutzfinken definitiv gerne mitnimmt. Ja, Ray mit dem Jump viel Informationen gegeben. Trikonix sollte das gehört haben. Aber die Utility sollte ihn da rausbaiten. Vor der B-Side Tamox diesmal nicht im Wide Angle. Hält sich da weit zurück. Hat das auf dem Schirm, dass da vielleicht nochmal ein Push kommen wird. Hinter der Smoke spottet Ray den ersten. Aber die Nade von Helldex und dann der Peak mit der AWP in den anderen Engel rein. Das ist so gut gespielt immer noch. In City, aber trotzdem müssen sie sich irgendwie ein bisschen zurückziehen. Es sind 3 Leute. Tamox und Storm jetzt mit dem Entry-Potenzial vor B und Storm macht den ersten, aber Helldex antwortet mit der AWP gegen Tamox. Ja, und selbst Backside Spray holt noch einen mit der AWP raus. Holt noch einen raus. Es ist Ray gegen Spray. Bombe auf B-Side down noch nicht geplantet um 41 Sekunden Zeit. Ray weiß auf jeden Fall, wo Spray ist mit der AWP. Muss hier trotzdem viel Raum ausschließen. Back in CT. Der Shot wird gemisst, aber die Nade sitzt gut. 35 HP auf Ray. Und das ist was, was du im Clutch eigentlich nicht haben willst. Da willst du 100. Nein, du willst immer 100 HP haben. Aber gerade in so einer Situation gegen eine AWP ist das nochmal kritisch. Spray spottet den Arm, aber dann ist es Ray, der hier antwortet und die Runde beenden kann. Es sind 9 Runden für CC. Ray mit einem wichtigen One-on-One-Clutch hier am Ende baut den Vorsprung von Clutch Control hier nochmal weiter aus.
Ja, und das ist was, was sie auch, was die Schmutzwinken hier nicht sich hätten leisten können. Die zwei wichtigen Frags davon Spray Backside und dann nochmal am Pillar den pushenden Spieler rauszunehmen. Ja, das ist was, was man sich auf jeden Fall hier aufschreiben wird. Das ist nicht so eine schöne Situation gewesen für sie. Was geht in der Mitte wieder vor, aber Tamox hält erstmal den Mitte-Push auf, hat den Engel nicht auf dem Schirm und das ist Draconix, der hier sofort eine AK geliefert bekommt. Express, Alter, bei UPS bestellt. Ja, und Spray mit einem frechen Rampe-Push geht davor, nimmt Flint raus. Und dann sind es hier nur noch 3 gegen 4 Backside. Wie? Sylvestrana holt dann Frag, aber Storm hat das nicht auf dem Schirm, dass da am Holz einer close steht. Das ist Black Daddy mit einem Frag gegen den ersten. Ray, Nose guckt da rein, aber der Spray von Draconix ist besser. Die AK, die er sich da eben mit dem Entry-Frag holen konnte, sorgt dafür, dass sie hier eine Runde 4 bekommen. Und jetzt ist es hier mal situationstechnisch ganz anders. Ein Full-Buy auf Seiten von der Schmutzwinke und eine Eco-Pistol-Upgrade-Runde auf Seiten von Clutch Control. Eine Situation, die wir bisher dieses Match noch nicht gesehen haben. Eine Situation, die die Schmutzwinken hier definitiv ausnutzen möchten. Sie haben selbst schon gezeigt, wie stark ihre Eco-Runden sein können. Und dieses Potenzial, ist es die Frage, kriegt Clutch Control das umgestellt? Ja, Damage geht durch, aber Flint, ohne zu zucken, pusht in Short rein, kriegt einen M4, findet keinen zweiten Frag, aber es sind Tamox und Storm, die da einfach ohne Gewissen reinziehen, zwei weitere Spieler rausnehmen und der Spieler Close Inside City wird rausgenommen zur Mitte, Heldechse, überrascht von dem Pistol Push und es ist Storm, der die Runde beendet und Clutch Control mit einer insane schnellen Eco-Runde präsentieren hier ein absolut insanes A-Play. Aber es ist 10-4, eine sehr, sehr definierte Halbzeitführung auf Seiten von CC. Die Schmutzwinke auf ihrem Map-Pick bisher noch nicht wirklich gezeigt, wo sie hier im Endeffekt hin möchten. Viele Full-Buy-Runden bisher abgegeben. Dann aber in den Eco-Runden und den Force-Runden stark gewesen. Das heißt, man kann sie hier eigentlich nicht abschreiben. Sie sind sehr stark. Sie haben sehr viel Potenzial dabei. Und vor der E-Side hält Exe mit der AWP, hält den Engel an, findet den Frag gegen Storm. Dann sind es direkt nur noch 4 Tees. So, und die Bombe immer noch weit, weit vor B down. Da jetzt noch keine Informationen drauf. Aber baut es hier in der A-Rim. Ist die Frage, hat er da vielleicht einen Fuß gespottet? Wahrscheinlich nicht. Sylvestrana zieht nach der Flash rum, antwortet gegen Black Daddy, nimmt den Deagle-Spieler raus. Ja, wirklich viel mehr passiert der vor der B-Side erstmal nicht. Baut es nochmal vor der A-Side gegen Tamox, sieht den Spieler, drückt einen Tap, aber viel mehr geht da nicht rein. Er entscheidet sich sofort zurückzuziehen. Es ist das richtige Play hier und sie bauen sich zu dritt Richtung A-Side auf. Ray wird dann nochmal weggesmoked, aber die Bombe auf Flint rotiert Richtung B. Das könnte das richtige Play sein. Tamox und Ray immer noch in der Ramp. Da ist kein Peak. Spray entscheidet sich jetzt rein zu peaken und darauf hat Ray nur gewartet. Er schlägt zu. Und damit ist es hier das 4v3 für CC, die hier immer mehr sich ausbreiten auf der Map. Vor B free traden, vor A noch einsetzen. Ja, und auf Seiten von den Schmutzfinken weiß man gerade nicht, wo es hingeht. Sylvestrana mit einem Entry auf der B-Side, mit einem zweiten gegen den Mittelspieler. Und dann ist es hier nur noch Bouts, der komplett alleine gelassen wird in A-Side Short. Findet den Spieler hinter der Smoke, aber es ist Runde 11. Auch wenn der Plant nicht durchgeht, Bouts keine Chance gegen 3. Und es ist hier eine sehr dominante T-Side von CC, die sich scheinbar aus dem letzten Aufeinandertreffen sehr, sehr viel mitgenommen haben. So, das Ganze müssen sie natürlich jetzt logischerweise dann aber auch auf der City-Side fortsetzen. Und da ist die Frage jetzt, overall statt Push und Outplay-Mechanics hier in die Defense reinzugehen, das Mindset zu changen, das ist die Frage, wie gut wird Clutch Control das jetzt machen können? Das Momentum ist auf ihrer Seite. Der Molotov von Flint deckt da erstmal den B-Entry ab. Damit wissen sie jetzt eigentlich schon mit Race Information, es geht schnell. Ah, der erste Frag sitzt.
Amatarbox wird auf der Side low geschossen, 5 HP. Und auch Storm hat nicht viel mehr. Ray findet da nochmal Damage sogar gegen den zweiten. Aber seine Teammates können ihn da schlecht supporten. Silvestrana mit 100 HP hinter der Smoke. Tarmox setzt nochmal einen Frag und es sind Bouts und Spray gegen 4. Aber zwei davon eben low HP. Silvestrana, eine der 100 HP Spieler raus. Dann ist Tarmox auch noch weg. Bouts mit einem Close Side Play. So wichtig. Der Support von Spray geht durch. Und dann ist es hier nur noch Storm mit 5 HP auf dem Boost Spot. Und das haben sie auf dem Plan. Jetzt wird dann nochmal abgelenkt. Bouts zieht rum und das ist der Headshot. Und das ist die zweite Pistol-Round für die Schmutzfinke. Und es sieht so aus, als wären sie auf jeden Fall in diesen Positionen, gerade wenn es um Pistol-Plays geht, deutlich stärker. Wer weiß, vielleicht einfach mal das Vollgame-Eco durchziehen und sich hier nochmal ein paar Runden zurückholen. Das wär's doch eigentlich. Ja, und jetzt können sie hier logischerweise direkt in den Full-Buy gehen. Clutch Control entscheidet sich hier für ein Legal-Upgrade. Und das haben wir letzte Woche bei No Face Gaming schon gesehen, in deren Div 3 Game. Da hat das Gegnerteam jedes Mal gemacht. Da haben die Rangers haben jedes Mal in der Second Round das Upgrade geholt. Und es hat sie geldtechnisch gestraft. Es hat sie jedes Mal 3 Runden zurückgeworfen. Und genau das, ja, ist jetzt die Möglichkeit hier und das ist genau das, was die Schmutzfinken auch erreichen möchten. Storm geht da in der Area vor, sieht den Spieler close nicht. Den Frag kriegt er durch die Wall, entscheidet sich da trotzdem nochmal zu peeken und dafür erwischt ihn dann die Low-Up-Falle. Array, Backside, B, die Flashbang ist gut. Er weiß nicht, dass da ein Spieler schon durchgecrossed ist. Jetzt sollte er ihn auf dem Schirm haben. Findet einen Frag. Aber Draconics sind durch die Smoke, push da durch. Das sind Spray. Wenn ihn da rausnimmt, Tarmox und Storm. Storm immer noch deep auf der A-Side. Das ist Tarmox, findet ein und Spray im 1v2. Die Galil gegen 2 Low-HP-Deagle. Es sind nicht mal mehr 20 HP vorhanden. Es sind nicht mal mehr 100 HP auf dem Server. Jetzt haben sie ihn Richtung Rampe gehört. Der Molotov drängt ihn auf jeden Fall erstmal zurück. Der Damage geht durch, aber er findet den Frag gegen beide. Und es ist eine 6. Runde und ein wunderschöner Klatsch von Spray. Ah, und Clutch Control jetzt wie gerade angesprochen durch dieses Deagle Upgrade in der 2. Runde, weil man da eben nicht full auf die Waffen gehen möchte, nicht komplett saven möchte, ja, hat man hier jetzt eben das Problem, dass man wieder in den Pistol Upgrade gerät und das ist gegen den Full Rifle Stack, gerade auf dem Main Pick der Gegner, eigentlich eine schwierige Entscheidung, das so durchzusetzen. Flint und Silvestrana pushen in der Mitte komplett durch. Gehen nicht down und damit ist Spray hier aufgeschmissen in der Situation. Aber die Granate, die da fällt, drückt nochmal gut Damage. Black Daddy gegen Storm holt hier den Entry auf der A-Side. Und damit kann man jetzt hier eigentlich relativ viel Momentum aufbauen. Flint sichert hier sich eine AK in den CT-Spawn. Ray, Backside, ey. Eine Position, die er schnell geswitcht hat. Man sieht den Spieler hinter der Smoke, kann er nochmal ein bisschen delayen. Vielleicht ein bisschen Zeit für sein Team raus. Und man hält Exe, lässt das Silvestrana einfach durchrennen und nimmt dann Flint raus. Die AK ist weg, die liegt im Offenen. Und sie hat keine Idee, wo das Ganze denn von kam. Ein CT steht der Spieler. Hält Exe da low, HP gegen 2, findet den Headshot gegen Ray. Und Silvestrana muss sich da irgendwie zurückziehen. Weiß jetzt eigentlich, da ist einer auf B vor ihr. Aber dann switcht sie zu spät auf die Waffe. Und es ist eine wichtige 7. Runde für die Schmutzfinke. Und jetzt wird's hier nochmal richtig spannend. Runde 19, es ist die erste Full-Buy-Round auf Seiten von CC. Und sollten die Schmutzfinken das hier jetzt knacken können, wenn sie da jetzt gegen ankommen, dann haben sie hier nochmal eine extrem dicke Chance. Dann ist dieser gute Vorsprung, den CC bisher hatte, sehr schnell auch weg. Denn dann ist es nur noch eine Buy-Round, die danach kommt und dann ist da der Ausgleich. Und das ist was hier die ganze Map nochmal drehen könnte. Und es sieht direkt so aus, als wäre das hier den Spielern bewusst. Es wird insgesamt viel langsamer gespielt. Flint versucht seine Flashbang da mit einem Shot zu decken. Das scheint wohl zu funktioniert haben, aber die Schmutzfinger immer noch sehr, sehr weit hinten. Und haben auch bisher noch fast keine Informationen dagelassen. In der Mitte wird ein bisschen reingeflasht und ansonsten haben die da nicht wirklich viel gemacht. Auf B geht jetzt ein Molotov down und jetzt geht es hier Richtung Rampe. Und auf der A-Side stehen gerade nur 2 Spieler in einem Setup Sandbags und Side. Nicht mal mehr im Seitengang einen Spieler stationiert. Hell Dexe macht da vor der B-Side nochmal Stress für sein Team, die hier mittlerweile weit in der Ramp
drin sind und es ist Spray, der die Bombe jetzt pickt und sich ebenfalls zu seinem Team anschließt. Storm bekommt dann den Molotow ab, aber kann sich zurückziehen und das ist was, was nicht passieren darf. Die Schmutzfinke dann nicht aufgepasst und selbst vor der B-Side. Es ist Helldexe, der da down geht mit dem Backstep-Potenzial. Er hat er nicht erwartet, dass da noch so lange abgeaimt wird. Und auf der A-Side, der Damage wird da reingedrückt. Es sind alle CTs hinter der Side, aber Ray durch die Smoke wird von Draconix rausgenommen. Da findet noch keinen zweiten. Damage geht durch und der Plant ist da. Und es ist das 4 gegen 4. Und auf Seiten von Clutch Control ist das Damage-Potenzial hier, was da reingehen kann, so kritisch. Ah, und Tamox geht da hoch, wird von der AWP abgeaimt. Backside, Draconix mit dem zweiten Storm. Antwortet selbst mit zwei Frags. Und es ist nur noch Flint gegen zwei, findet den ersten. Der zweite Spieler, Inside Shot. Spray verschießt mit der AWP den Shot, aber ist es genug Zeit? Es ist knapp, aber Flint hat den Diffuse. Und damit ist es Runde Nummer 12 und eine sehr, sehr teure Runde. Ja, ein Clutch Control, man sieht, auch wenn sie die Runde geholt haben, auch wenn der Diffuse durchgegangen ist, sie können nicht in den Fullball gehen. Es muss mit MPs geupgradet werden und sie stehen weiterhin gegen einen eigentlich relativ starken Ball auf Seiten der Schmutzfinke. Und die Deagle ist hier eine Waffe, die von denen sehr, sehr, sehr aggressiv gespielt wird. Und bisher sehr oft für Rundenentscheidungen stand, die man nicht erwartet hätte. Und das ist der Entry vor der B-Side von Helldexe gegen Ray. Ja, Flint über die Backside. Den haben sie nicht auf dem Schirm. Helldexe rennt da mit der Nade raus. Flint findet den zweiten. Und hat da die Bombe. Die wissen sie nicht, dass die VB down ist. Und es sind Bautzen Spray, die sich hier nochmal neu aufbauen müssen. Und Spray, der entscheidet sich hier in der Mitte durchzuschleichen. Und, ja, Silvestrana hat das nicht auf dem Schirm. Und Spray mit dem 180 holt den Spieler, der von A-Side in die Mitte rotiert ist, auch noch raus und setzt das Ganze zurück auf ein 2 gegen 2. Aber Tamox frech durch die A-Ramp gepusht, sichert sich hier jetzt nochmal eine AK. Und Flint, der sitzt hier mittlerweile in der Support-Position. Mittlerweile haben sie die Bombe, es ist alles bekannt. Tamox aimt Ladder ab und Flint schleicht sich dann langsam irgendwo zu seinem Teammate. Ja, und diese 2 gegen 1 Situation wollen sie auf jeden Fall dicht machen. Sie wissen nicht, dass er von A-Ram kommt. Jetzt der Step und damit soll es bekannt sein. Flint geht down, dann ist es hier Tamox im 1v1, der in Ladder steht und sie haben ihn nicht auf dem Schirm. Spray Molotov die Ecke da ab und Tamox antwortet mit dem Molotov selbst und geht in den Off-Engel. Und wenn er da jetzt upsmoked, im richtigen Timing, gerade wenn der Molotov ausgeht, der Spray durch die Smoke sitzt, das, der Damage geht durch, das hat Spray gehört. Und Tamox entscheidet sich hier komplett die Slide der Smoke zu switchen. Und Spray entscheidet sich durchzurennen, guckt zur falschen Seite und dann macht Tamox das Ding hier zu. Es ist eine 13. Runde, die wieder extrem knapp ist und es geht wieder geldtechnisch nach hinten für CC. Es sind immer noch keine perfekten Buys, die sie hier bekommen. Aber jetzt mal eine Runde, wo sie das Ganze ändern können, wo sie es vielleicht mal voll durchbringen können. Und excuse me, da scheint wohl gerade jemand ein bisschen Auslauf zu brauchen bei meinen Nachbarn. I guess. Die Schmutzfinke jetzt mit einer Eco-Round. Drei Pistol-Upgrades, actually. Flint mit Informationen vor der B-Side. Weiß, die sind close und kann sich nicht blicken lassen. 1, 2. Und Spray ist von der Map gesprungen. Oh nein, das darf nicht passieren. Sowas. Flint findet den dritten Spieler und dann ist es hier nur noch Draconix, der in der Mitte nochmal Stress gegen einen macht. Aber dann ist es Ray, der das Ding hier zukloppt. Und das ist eigentlich mal interessant zu wissen, warum er denn da runter ist. Wahrscheinlich, weil er dann full flashed war irgendwie. Ja, und das ist eine Situation. Das ist natürlich nicht gut gelaufen. Und Clutch Control mit einer sicheren 14. Zeigen sich hier auf Vertigo auf jeden Fall confident. Und die Schmutzfinke jetzt in der Vorbeirunde. Storm nicht mal mehr genug Geld, um auf eine Rifle zu gehen. Setzt hier sein Potenzial auf eine Nova. Und wir sind gespannt. Flint mit einer Backside Nate. Ja, vielleicht ein bisschen unerwarteter Engel. Und für Ray geht es hier Richtung Mitte zurück. Ja, vielleicht hat er da gerade in der Ramp was gehört. Jetzt gibt es auf jeden Fall die Info. Black Daddy wurde da getaggt.
Silvestrana hält dagegen Mitte an. Spray geht down. Damit ist es hier. Flint mit weiterem Damage. Und das sieht schlecht aus für die Schmutzwinge. Ein Spieler auf Low HP, aber sie sind immer noch drei mit. Entschuldigung. Drei mit AKs. Storm in der Area 51 mit der Flashbang. Wartet darauf, dass die Smoke fadet. Ein interessanter Engel. Ob die so wirklich poppt, weiß ich nicht genau. Aber Tamox gegen Bautz nimmt dann noch einen Spieler raus. Flint mittlerweile aggressiv auf der B-Stairs. Vorne Black Daddy, ja, mit 5 HP da rumzugehen. Erwischt Flint im Aufengel, der hat das nicht direkt auf dem Schirm gehabt. Checkt da unter den Stairs und geht deswegen raus. Und jetzt geht's natürlich auf die B-Side. Clutch Control, da keinen Spieler close stehen. Jetzt sind sie erst da. B-Side ist schon eingenommen, aber da geht Black Daddy down. Und auch Silvestrana findet noch einen Flag. Frack, Entschuldigung, ey, was heute los ist, ich kann es euch nicht erklären. Vielleicht komme ich ja heute noch rein im Verlauf des Abends. Ja, und damit ist es Matchpoint Clutch Control auf Vertigo. Und dazu muss man sagen, es sind 4 AKs durchgebracht jetzt insgesamt. Full Rifle Stack. Und die Schmutzwinke in einer üblen Situation. 3 Galils und 2 Deagles, ein bisschen Utility. Und dafür dann da nicht die Rifles gekriegt. Das ist schwierig. Clutch Control, wenn sie es jetzt hier richtig haben, können sie es zumachen. Aber wir wissen, es gibt so die eine oder andere Regel. Wer die 15. Runde holt, wird meistens nicht die Folgerunde. Und Ray wird retraded. Hamox auf Sandpacks macht da so viel Damage. Dann sind es hier nur noch Heldechse. Es ist Heldechse im 1v3 mit den ersten. Und so ist Drana close. Die Bombe ist down. Wird jetzt supported von Flint. Ja, kein Frag gegen ihn rein. Sie gehen zu zweit vor. Und Flint frisst sich einen Headshot. 4 HP auf Heldechse. Gegen 100 auf Silvestrana. Sie piekt rum und das ist der Frag für ihn. Er macht den Clutch ready. Und es ist eine 8. Runde. Und es ist das Zero Play von Heldechse, das sie hier nochmal durchbringt. Und ich habe es gerade schon kommen sehen bei 4 HP. Aber nein, er antwortet mit 2 bösen Headshots. Beide Spieler rennen da in seinen Spray durch und CC nicht die Möglichkeit, das hier zuzumachen. Und alle AKs, das Rifle-Potenzial ist schon fast verloren auf Seiten von CC. Viermal eine M4, keine Orb, nur eine Farmaster auf Silvestrana. Und es geht mit einem besseren Loadout für die Schmutzfinke hier in Runde Nummer 24. Aber Stürmchen mit einem starken Wallbang antwortet hier gegen Black Daddy's Peak. Weiß, Ramp wird höchstwahrscheinlich noch was sein. Flash da nochmal rum, check da nochmal die Close Angle. Ja, weiß aber nicht, dass da einer schon unten an der Rampe steht. Es ist hier. Ja, Bautz frisst sich jetzt Damage, aber wird von seinem Teammate retraded. Spray ist auf jeden Fall noch da. Hat das auf dem Schirm. Oh, Flint sieht den Boost am Holz und durch die Wand geht der Frag durch. Draconix und Spray hier jetzt im Play. Vielleicht nochmal das mitzuziehen. Hier nochmal zu zeigen, hey, wir helfen dir, wenn du so ein insanes Play machst, Heldex, dann ziehen wir selbst rum. Aber es ist Silvestrana hinter der Smoke. Und dann sind hier nur noch 2 Spieler, die zwischen Spray und der Map stehen. Aber nein, es ist Runde Nummer 16 für CC. Und damit geht es für uns gleich Richtung Inferno. Was ein Game hier auf Vertigo, muss man hier mal sagen. Also, holy shit, also da nochmal so zurückzukommen. GG, well played an beide Teams. Absolut beeindruckendes Counter-Strike. Ich schicke euch kurz in die Pause und bin gleich wieder für euch da. So, und dann sind wir wieder back in game. Es geht auf Inferno. Clutch Control gegen die Schmutzfinke. Jetzt auf dem Map-Pick von Clutch Control. Die haben ja gerade mit gutem Momentum schon auf Vertigo bewiesen, dass die hier heute sehr motiviert sind, obwohl sie mit einem Stand-In spielen müssen. Und es geht hier in die Knife Round. Es geht darum zu entscheiden, wer darf hier auf die CT-Side. Das ist, glaube ich, der obvious Pick hier. Und es sieht so aus, es wäre messertechnisch hier die Schmutzfinke trotzdem weit überlegen. Storm holt sich dann noch einen raus. Jetzt hat er hier 2 vor sich. Ja, naja, auch wenn er dann noch 2 rausholt. Das ist halt gegen 3 einfach nicht machbar, wenn du da Damage takes. Ja, und damit geht es für die Schmutzfinke auf Inferno auf Map Nummer 2 auf dem Map-Pick von Clutch Control. Auf die CT-Side. Und damit darf Clutch Control den Takt angeben, wo es denn side-technisch hingeht. Hier wird nochmal ein GLHF. Good luck, have fun in den Chat gedroppt von den Spielern.
Und damit freuen wir uns hier auf eine spannende zweite Map. Und es geht los auf Inferno. Dann sieht es aus, als Clutch Control hier schnell die Mitte hoch. Zwei Spieler schon im Boiler gespottet. Damage von der Nate ist nicht durchgekommen. Die Smoken Short komplett durch und Gasen nah lang durch. Und es ist Storm mit dem Entry Play. Inside Short ist der Spieler bekannt. Und sie fesseln hier Outside lang rum. Aber der Frag geht zurück. Und Tamox ist raus und Spray nimmt dann noch sogar einen zweiten raus. Kommt noch Short weg und Lang ist bekannt, aber Ray supportet sein Team so stark, dass da nichts durchkommt. Heldexer hat das nicht auf Schirm, dass er da so weit vorne aggressiv steht. Spray mit dem drüber, rettet das mit einem Headshot gegen Pit. Storm ist raus. Und das sind Sylvestana und Ray. Sylvestana wird rausgenommen. Ray kommt jetzt Backside. Damit ist Spray hier close side. Kann da Fake diffusen. Nein, er stickt es. Und er zieht das durch. Ray hat das nicht auf dem Schirm. Und das ist der Diffuse. Ray geht nicht. Guck mal. Er lässt den 10 Sekunden Diffuse da komplett durch. Und selbst der Spray geht dann noch rein. Holy shit. Balls of Steel, meine Mann. Holt hier 4 Frags und den Diffuse. 10 Sekunden. Ja, und da definitiv wäre der Peak von Ray eigentlich angebracht gewesen. Weiß, guckt man vielleicht hinterher nochmal nach, ob es da einen Timeout gab oder nicht. Ja, und damit, auch wenn es den Plant gab, hier eine Situation, in der Clutch Control sich nicht wohlfühlen wird. Also, Deagle Upgrade gab es soweit. Ein bisschen Utility fliegt auf Seiten von den Schmutzfinken Richtung Mitte. Ja, und Sylvestrana findet da Informationen gegen den Langspieler, drückt mehr Damage, als die Nate ihr zurückgibt. Und Tamox wird im Haus gebankt, muss, kann da nicht vorgehen wegen dem Molotow. Jetzt kann er nach vorne. Ray und Sylvestrana in Top mit. Finden einen Spieler in Short und der Langspieler ist bekannt und getaggt. Cryonix. Cryonix kriegt da auf jeden Fall gut was ab. Ah, sie haben den Spieler da oben nicht auf dem Schirm. Low HP, er kommt fast in den Pit weg. Nein, Tamox mit dem Frag. Spray geht onside down und sind es nur noch Black Daddy und Heldexe. Eine UMP und eine XM. Zwei Flashbangs, das heißt, sie haben auf jeden Fall noch Potenzial, sich da hier reinzuarbeiten. Nein, Tamox drückt da nochmal Damage gegen Black Daddy. Er versucht mit der OMP rauszukommen, kriegt da gegen Tamox 2 Headshots in den Pit rein. Aber wird selbst auf 3 HP runtergeschossen. Und ja, das wird schwierig, hier nochmal was zu machen. Flint zieht rum, der erste Spieler kriegt Damage. Flint mit einem. Ja, und dann holt Sylvestrana sich hier den zweiten. Und es ist eine Runde, die sie zurückgeben können. Und direkt das Geld nochmal runterbrennen. Ja, und das ist jetzt vielleicht was, was die Schmutzwicke nicht so erwartet hat, dass da trotzdem weiterhin so ein aggressives Play kommt. Da muss man ja sagen, Clutch Control mit Ray hier einen extrem starken Short Entry gefunden. Und da dann natürlich drauf aufgebaut. Und wir sehen hier 2 XM auf Seiten von Clutch Control. Interessante Choice. Und es geht hier wieder Regen durch die Hunze. Und Tamox setzt den nächsten Entry. Gut, es ist jetzt erstmal gegen den Pistol-Upgrade. Oh, Triconix, der hat da so eine gute Position, findet ein. Aber Ray refragt da sofort gegen. Und noch Bautz, der hat hier Backside eigentlich schon gar nichts mehr zu sagen. Oh, seine Deagle könnte gefährlich werden. Und sie wird gefährlich, denn Tamox geht down. Damit sind es hier Black Daddy und Held Exe, die sich über Arch und Mitte zusammenarbeiten. Ja, aber Sylvestrana hat das auf dem Schirm, den ersten. Auch den zweiten findet sie im Spray und arbeitet das ganz sauber runter. Die Frau bringt hier so ein Tempo heute mit rein in den Server. Da kann man auch einfach mal auf Seiten von Clutch Control ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das ist ein guter Stanton. Haben sie eine gute Person gepickt, um da das Potenzial von Brain zumindest so ein bisschen zurückzubekommen. Und es geht direkt in den nächsten Full-Buy auf Seiten von CC. Nach der Runde lässt man sich hier jetzt auf jeden Fall tempotechnisch nicht mehr zurücknehmen. Und es geht für den Full-B-Rush auf Seiten von der Schmutzfinke. Nein, auf den B-Stack. Und das ist was, was Clutch Control hier gerade scheinbar sogar so ein bisschen erwartet. Denn erstmal wird hier Top mit Kontrolle aufgebaut. Ja, und jetzt ist die Frage, Tamox setzt hier Damage gegen Heldexe. Der geht auf komplett 23 HP runter, wird da auch nicht supported und kann da nicht mal Damage gegensetzen. Ja, und das, dieser Stack in den Obstkisten, ja, da werden sie einfach nur darauf hoffen, dass sie vielleicht ein oder zwei Spieler finden werden, die da reinpushen.
Aber Clutch Control hier auf der A-Side sorgen sie hier immer mehr für Raum. Ray, Sylvestrana und Flinch und Top mit und Boiler können da zusammen rausgehen. Nehmen hier den gesamten Raum erstmal langsam ein, ohne Informationen abzugeben. Sie stellen Tamox halt hier auf der B-Side. Und da wollen wir mal logischerweise zugucken, was hier passiert. Ab. Ja, der checkt eigentlich nur die Engels. Und geht aber auch zurück. Das heißt, er lässt sich da nicht weit genug blicken. Und geht jetzt zurück in die Banane. Sie haben keine Möglichkeit, da einen Frag zu finden. Das ist sehr interessant bisher, das hier so zu sehen. An der Stelle so ein Stack. Und jetzt hört er den Step, findet einen, zwei und muss in den Reload. Und damit ist die AK down. Ja, und aber zwei Frags hat er hier gefunden, zwei Spieler rausgenommen. Und damit ist es unwahrscheinlich, dass hier noch viel mehr passiert. Sylvestrana fängt sich einen Headshot, geht auf halber AP runter, aber kann Draconix direkt sofort rausnehmen. Und dann ist es nur noch Black Daddy, der hier versuchen wird, Sandbags die AK durchzubringen. Ja, findet da nochmal einen Frag und Flints Schulter sieht er. Der Spray sitzt und der Headshot sitzt ebenfalls. Und jetzt ist die Frage, hat er den Spieler CT Close auf dem Schirm? Die Flashbang ist gut. Aber Ray hält den Engel da und pre-fired dann einfach, während er flashed ist. Und dann geht der Frag da auch durch. AWP gesaved von Storm. Und es geht in die erste richtig gute Buy-Round auf Seiten der Schmutzfinken, würde ich sagen. Denn die haben jetzt ja eigentlich genug Geld, um hier full auf Rifles hochzugehen. Nein, es geht wieder in das Deagle-Upgrade. Sehr interessanter Pick hier. Die Frage, ob man da struggle-technisch bei Clutch Control jetzt vielleicht mal ein bisschen was auslösen können, dass die sich hier nicht so weit ausbreiten können auf der Map. Weil bisher halten die die Map-Kontrolle eher sehr schnell stark. Und da kommt direkt Damage gegen Spray rein. Wagt sich damit der Deagle nach vorne und wird das sofort bestraft. Und Black Daddy jetzt zusammen. Hier, nein, das ist Sylvestrana, die hier top mit den Entry holt. Ja, aber dann ist es hier Heldexe, der sich eine AK saven kann. Tamox da wieder alleine abgestellt und diesmal kriegt er auch dafür die Strafe. Ja, aber sie entscheiden sich B zurückzugehen. Draconix hier hat einen Engel gegen Ray und der schießt nicht. Wartet da ab, sie brennen Pit ab und Spray und Draconix hier auf der A-Side immer noch ein Crossfire. Und jetzt kommt die Full-Rotation nach A und wenn Sylvestrana das nicht auf dem Schirm hat, sie hat den ersten. Die Frage, hat sie den zweiten gepickt? Ja, das musst ihr da jetzt anhalten und Schirmchen im falschen Moment weggeguckt und der Spieler kommt nach CET weg. Black Daddy, ja, den Step auf der Bench sollte man gehört haben, aber Flint hat das nicht auf dem Schirm und Schirmchen genauso. Und dann ist es hier ein 2v3-Versuch für CC. Er kann die Bombe nochmal picken und der Spieler im Arch sorgt dafür, dass er immer mehr Troubles hat und dann geht er down. Und Spray mit der Deagle findet den Frag. Und es ist die richtige Wahl gewesen, hier auf die Deagle zu gehen. Clutch Control hat sich da komplett reinbaiten lassen. Und wurden dann komplett auseinandergeschossen, weil sie eben diesen Fokus nicht hatten. Und die Information im CT hätte definitiv gepickt werden müssen, dass da eine Art hält. Wurde nicht getan. Und dementsprechend Schmutzwinke mit einer verdienten zweiten Runde. Und jetzt können sie natürlich hier in Fullball gehen. Das wird jetzt natürlich wieder eine Runde. Sie haben jetzt das Potenzial, das Ganze auszugleichen. Und das werden sie hier auch versuchen umzusetzen. Entschuldigung. Spray hier mit der langen Smoke. Ja, und auch wenn... Oh, der Entry von Storm, aber er verbrennt im Molotov, weil er sich nicht traut, dann weiter vorzugehen in Apps. Das ist dann der Top mit einem weiteren Entry. Da 3 gegen 3 steht, es sind zwei Spieler auf der B-Side und sie entscheiden sich nach B umzuswitchen. Und von B rotiert gerade Black Daddy nach A weg. Da steht nur noch Held Exe in der Backside, im Dark. Und er hat noch eine Smoke. Er kann da nochmal resmoken. Aber es gibt keine Informationen auf Seiten von CC. Die haben da noch nichts geworfen. Gar nichts. Und Held Exe steht da immer noch alleine. Und es ist keine Information. Black Daddy entscheidet sich jetzt wieder zu B zurück zu rotieren. Clutch Control zu lange gewartet. Und jetzt kommen die Flashbangs durch, aber im richtigen Timing ist Black Daddy dann an. Der Smoke da, kann auch so mal supporten. Der Frag, der Anschuss. Es ist so wichtig, dass er da durch ist und Tamox geht down. Es ist nur noch Ray auf 52 HP gegen 2. Kommt da erstmal nicht hoch. Die Nate findet kein Damage. Aber der Peak nach CT ist gut. Das ist die Frage, Black Daddy, den sollten sie eigentlich auf dem Schirm haben. Das ist der Encharged, die Smoke, die kommt nicht gut. Er kann durchgehen. Ja, und dann ist es der Spray, der da sitzt. Und Ray muss da anhalten hinter der Smoke. Muss da nochmal tanzen. 25 Sekunden, er kann nicht mal mehr auf die andere Side switchen. Aber er kriegt den Plant durch. Jetzt das Wegsteppen könnte gefährlich sein. Geht den Spieler auf der Box, der Frag geht durch.
Black Daddy überlebt und geht mit der Pistole rum und dann ist es hier der Rundenausgleich für die Schmutzfinken. Black Daddy mit einem wichtigen 2-on-1-Klatsch. Ein 1-on-2-Klatsch, Entschuldigung. Zieht hier komplett gegen und sorgt dafür, dass wir hier zu einem 3-3 kommen. Und hält Inferno deutlich spannender, als es auf Vertigo der Fall war. Und jetzt hier mit einer Full-Buy-Runde gegen eine Eco-Runde auf Seiten von CC. Das erste Mal für die Schmutzfinken seit der Pistol-Round eigentlich, dass sie hier mal in Führung gehen können. Und das Potenzial wollen sie hier mit zwei Leuten aggressiv in der B auch ausschöpfen. Spray überlebt da komplett, geht auf 8 HP runter, aber nimmt Tamox auf dem Rückzug noch durch. Ja, die Farmers von Bautz hält dagegen den Boiler Flint und Storm down. Es sind Ray und Silvestrana hier irgendwie noch versuchen was zu reißen. Aber Ray geht down und Silvestrana steht in der Nade. Ein Frag findet sie noch. Aber auch da muss sie sich jetzt einfach zurückziehen. Sie kriegt die Bombe. Aber mit einer Pistol und 12 HP im 1v4 Clutch zu stehen, das wird zu Recht eine schwierige Situation. Und dann ist es Heldex, der hier erstmal lang verschießt. Und das bestraft sie sofort. Ja, mit dem Backstep von Black Daddy, da dürfte sie jetzt eigentlich nicht mehr mit rechnen. Der kommt im richtigen Timing rum. Sie ist gerade erst an der Wandkante. Und dann geht sie down und es ist die Führung. Das erste Mal seit der Pistol, wie gesagt, für die Schmutzfinke, die ihr ausbauen können. Und Inferno overall, definitiv eine City-Sided Map. Da kannst du sehr, sehr viel rumreißen. Es geht in den Full-Buy für Clutch Control. 5x AK. Und wir sehen hier das Standard, den Standardaufbau seitens der Schmutzfinke. Sehr in drei Leuten A gestellt. Jetzt sogar ein Entry-Peak in die Mitte. Und es ist ein Double-AWP-Setup. Bei Seiten von CC geht da jetzt schon viel Damage rein. Zwei Spieler jetzt schon unter 70 HP, unter 50. Und Spray hittet Ray raus. Nimmt einen weiteren 100 HP-Spieler raus. Damit geht's für sie eigentlich jetzt schon relativ früh eher Richtung Banane. Storm mit der Möglichkeit, einen Frag zu finden. Nein, tradet sich da nur ein bisschen Damage. Geht auf 25 HP runter. Kritische Situation für ihn. Ja, und baut Smoke da nochmal safe die Mitte ab, damit da kein Spieler mehr durchkommen kann. Und Storm verhaut seine Flashbang dann noch. Das ist overall nicht unbedingt gerade gut getaktet auf Seiten von Clutch Control. Geht denn noch Richtung B-Side. Die Entry Flash über City. Mit dem. Jetzt wird der Molotov noch abgewartet und das könnte das richtige Play sein. Sie warten darauf ab, ob da was rotiert. Bisher zeigen sie sich noch nicht. Und Silvestrana steht da vorne, findet den Entry, findet erst den wichtigen Frag. Nochmal, dass auf dem Booster keiner stehen kann, aber das ist Spray mit der AWP. Silvestrana hinter der Smoke. Eigentlich müsste sie gespottet haben und sie zieht nochmal zurück rum. Damit ist sogar Church in ihren Händen und ein dritter Frag von ihr. Was ist denn jetzt plötzlich mit ihr los? On your way you go. Zwei Spieler über die Banane im Backstep. Und Flint und Silvestrana eher hier Fokus auf City immer noch. Draconix und Bouts bauen sich hier jetzt für den Retake auf. Flint ist full wide. Aber da wird er zu spät gecheckt und dann tradet er zwei Frags nach. Und das Couple Ace ist real. Tja, und das ist natürlich was, was du auf der Seite der Schmutzfinke da gar nicht haben willst. Ein Follow-up zum Rundenausgleich geht ordentlich ins Geld. Und das kann man sich eigentlich nur einmal leisten. Wir haben es gerade gesehen, Spray war noch bei 8k, der konnte nochmal komplett durchkaufen und legen. Ja, aber das ist halt ein Puffer, der so wichtig war auf ihrer Seite. Wenn das jetzt schief geht, wenn der Ball jetzt nicht durchkommt, dann hat Clutch Control hier so viel Raum, economy-technisch was zu reißen. Aber Tomox ist full white spray, geht nochmal zurück in den Peak und es wird nicht getradet. Damit sind sie erstmal im 5 gegen 4. Und das ist eine Situation, die Spray da gerade super gut für sein Team gemanagt hat. Dafür jetzt gegen den Peak in Array, setzt da den Damage rein. Und es ist das 3v5. Smoke geht durch. Storm findet keinen Frag gegen Short. Und kriegt dann noch den Damage von Spray. Der antwortet selbst mit einem starken 3k hier gerade. Es sind nur noch Silvestrana und Flint. Arbeiten hier Richtung BR vor.
Utility, die Technik, sie hat noch eine Smoke und eine Flashbang. Wenn Flint es mit der Bombe schafft, schnell Banane hochzukommen, ohne dass die Rotation schnell durchkommt, haben sie hier das 2 gegen 2 Duell auf der B-Side. Da könnten sie auf jeden Fall mitarbeiten. Aber die Doppelflash ist gut. Sie sind beide fullblind. Flint ist im Pit alleine gelassen worden. Sie musste sich zurückziehen. Und da schafft sie dann nicht mal mehr den Refrag. Und es ist trotzdem nochmal eine Führung für die Schmutzfinke. Eine wichtige Runde für sie. Geldtechnisch jetzt nochmal ein bisschen stärker aufgebaut. Haben jetzt nochmal hier einen Runden bis zwei Runden Puffer. Und Clutch Control geht ins, leider ins Pistol Upgrade. Da kommen sie nicht drum rum. Bis auf 2k runter mit der AK kannst du noch ein bisschen tiefer gehen. Aber insgesamt ist das halt eine Runde, die du nicht verlieren darfst. Ja, und dann ist es hier die Rundenführung und es ist natürlich Follow-up-Möglichkeit auf Seiten der Schmutzwinkel vorhanden. Sie stehen hier jetzt halt wieder gegen so ein Pistol-Upgrade und der One-Tap gegen Tarmox nimmt ihn da komplett raus und auch Stormtrooper auf 31 HP durch Nades. Nicht die idealste Situation gerade und sie versuchen ja trotzdem noch immer noch Informationen rauszukriegen. Und die Nade von Trikonix, die sitzt genau auf Storm drauf. Das sind die 31 HP, die dann noch gefehlt haben. Er ist down. Clutch Control wirken overall sehr aufgeschmissen auf Inferno. Die Schmutzfinke hier sehr konzentriert. Und Flint durch die Smoke frisst sich dann den nächsten Headshot. Black Daddy diesmal. Und die Shots, die hier gerade connecten, sind absolut frech. Ray jetzt hier mit Silvestana. Die Inside Short komplett Informationen bekommt. Die kann da einfach reinsteppen. Wieder nicht gespottet und die Schmutzfinken smoken sich selber in der Banane nochmal ab. Das heißt, so ein bisschen delayen sie sich da gerade selber. Und das ermöglicht hier gerade Ray und Silvestrana nochmal Inside A-Short vorzugehen. Ja, und der erste Frag sitzt, aber sie haben den App-Spieler nicht auf dem Schirm. Ray wird rausgenommen und auch Silvestrana fängt sich noch einen Headshot. Bei Konix da super gut runtergespielt zusammen mit Spray. Und die A-Side war noch nie besser verteidigt. Sagen, nie offen, aber das stimmt einfach nicht. Und Clutch Control jetzt wieder in einem Full-Buy. Viel Utility auf ihrer Seite. Doppelflash auf Storm. Interessant zu sehen. Normalerweise ist das ja eher ein Full-Belt-Spieler, der hier auch gerne mal einen Nate mitnimmt. Aber da ist wohl der Molotov gerade einfach wichtiger. Und Raymond im Topspawn in der Banane. Gegen zwar, oh, die Nate, die fliegt gut. Nate-Damage jetzt, aber der Nate-Damage gegen Clutch Control. Was ist das denn bitte für eine Nuke gewesen? Und der Spraydown von Heldex sind zwei Leute, findet er. Tarmox geht auf Low-HP, aber kann trotzdem noch den rettenden Schuss dagegen setzen. Und es ist ein 3-on-3 Clutch Control komplett auf Low-HP. Aber Spray findet hier keinen Frag Flint. Diesmal mit dem schnelleren Headshot und der Plant geht schon mal durch. Trotzdem immer noch persönlich würde ich eher sagen, der Vorteil auf Seiten von den Schmutzwinken, da sie halt eben hier zwei Spieler komplett low haben. Der Molotov Backside landet gut, da kann kein Spieler mehr stehen. Und es ist Silvestrana, die da down geht. Amok smoke da nochmal CT gegen, geht rechtzeitig im Pit zurück und die Flashbang ist gut. Flint kann rausziehen, findet den ersten, findet den zweiten. Der Spray sitzt und es ist Flint, der die Runde zu Ende holt. Und es ist eine fünfte Runde und sie halten die erste Halbzeit hier wirklich knapp. Na, geldtechnisch eigentlich noch nicht so unglaublich problematisch für die Finken. Ah, da gibt's das Pistol-Upgrade. Aber mit 6k auf zwei Spielern, hatte man ja gerade gesehen, auch bei Held Exe war da noch gut was da, sollte man hier nach einer höchstwahrscheinlich starken Eco-Performance, kann man eigentlich schon fast erwarten, so wie sie bisher drauf waren, kann man hier eigentlich davon ausgehen, dass da nochmal ein starker Ball hinterhergesetzt wird. Und das muss Clutch Control hier auf dem Schirm haben. Der Spring Spray geht durch und auch Tarmox setzt einen Entry in der Banane. Der Mann hat hier langsam die Schnauze voll. Möchte jetzt mal ein bisschen Power machen und Lang wird eingenommen. Vor der A-Side findet sich hier eigentlich nur noch Spray mit einer Deagle. Er ist gefährlich, gerade auf der Position, gerade schon gezeichnet. Er findet einen Stormtrooper mit dem Refrag und damit ist die A-Side eigentlich erstmal offen und safe. Die Bombe auf Flints Rücken rotiert da langsam, aber sicher auch nach A. Und Black Daddy und Trikonix hier etwas zu langsam, um da in der Mitte noch was abzufangen. Aber er ist schon Arch durch und das hat Hammock nicht auf dem Schirm. Latscht da genau in den Headshot rein und damit ist es eine AK, die Black Daddy sich hier aufsammeln kann. Aber Flint antwortet mit einem Spraydown. Trikonix, der letzte Spieler, er ist nicht bekannt. Flint, das sollte man wissen, ist auf Low HP.
an, der Plant ist durch. Und auch wenn er da Apps noch close steht, wird es hier eher versuchen, für den Frag zu gehen im Pit. Ah, das hat Stürmchen auf dem Schirm. 62 HP, es ist die Frage, wenn die Bombe hochgeht, ist er down. Ja, und das sind zwei Waffen, die da rausgehen. Es ist nur Flint, der Spieler, der mit den Low HP sich entschieden hat, sich zurückzuziehen, kann dann auch sich zurückziehen. Und das darf dir eigentlich auch wieder nicht passieren. Gerade in so einer Runde nicht, wo du eigentlich Waffen durchbringen möchtest. Clutch Control geldtechnisch nicht gut aufgestellt gewesen. Und können hier zwar noch einmal gegenkaufen, aber im Long Run ist das hier was, was ihnen definitiv wehtun kann. Verlieren sie die Runde, ist das Geld weg und dann ist das Thema durch. Dann ist die Halbzeit eigentlich schon safe gewonnen für die Schmutzfinken. Aber Tarmox wieder mit einem starken Entry vor der B-Side. Clutch Control hier jetzt gerade wieder so ein bisschen Momentum gefunden, aber Spray bleibt in der Smoke hocken und trifft den Frag gegen Sylvestrana rein. Und damit geht es hier für Clutch Control eigentlich schon safe von B-Side, der Molotov ist gut und der Upshot noch besser. Black Daddy hier alleine in der Defense auf der B-Side, da kommt nochmal ein Molotov für Newbox durch. Aber da steht keiner und Clutch Control mit der Bombe immer noch vor der A-Side. Versucht Flinty gerade nochmal so ein bisschen Informationen auf B rauszuziehen, entscheidet sich jetzt zu seinem Team zur A-Side aufzuschließen. Aber es ist hier eben dieses 4 gegen 3 Szenario, da müssen sie jetzt echt aufpassen und gut zusammenarbeiten, damit sie da überhaupt auf die Side kommen. Sie spielen hier gegen 3 Leute und Bouts und Triconix hier mit Sicherheit das wichtigste Crossfire in dieser Runde. Und wenn sie sich entscheiden, hier lang versuchen einzunehmen, wenn Raider jetzt rumgeht, dann hat er das Problem, dass er sofort im Scope von Spray landet. Und der, haben wir bisher gesehen, verschießt nicht. So, und jetzt hat Triconix da die Information inside Shot. Der Molotov geht durch, damit ist da eine Barriere, durch die sie durch müssen. Und Flint rennt einfach auf Side, aber checkt Bouts nicht. Ja, und Spray Support mit der AWP. Kein Durchkommen für Clutch Control auf der A-Side. Auch in einer Runde mit starken Entries ist das eben nicht gegeben. Ja, und es ist hier, wie gesagt, diese eine wichtige Runde, die sie halt nicht abgeben dürfen, wenn sie da den Full-Buy haben. Und jetzt geht's in ja, die vorletzte Runde mit einem definitiven Full-Eco-Buy. Vielleicht zwei Pistols, okay, aber an sich, ja, das ist halt eine Situation, die unglaublich wehtut. Und die Confidence auf jeden Fall auf Seiten der Schmutzwinken gerade richtig hochbringen muss. Ja, der Frag gegen Triconix geht durch. Ja, durch den Team-Damage wird dann noch zurückgeschossen. Mit der AWP von Helldexel rechnet man da logischerweise Stürmchen da nur noch auf 32 HP. Frag Daddy geht da nochmal vor. Ja, der Offshot lenkt da ein bisschen ab. Und dann ist es hier eine sehr schnelle, definierte 8. Runde. Den Banane-Push gut aufgehalten. Und damit gehen wir mit einer definitiven Halbzeitführung für die Schmutzfinken in Runde Nummer 15. Clutch Control, jetzt hier die Frage, holen sie sich Runde Nummer 7 und kommen nochmal ein bisschen mal einen Weg zurück auf dem Scoreboard oder geben sie eine etwas bessere Führung an die Schmutzfinken ab? Und wir bleiben gespannt. Das ist hier immer noch nicht der schönste Buy. 3x Galil, 2 AKs. Den Nate gegen Tarmox, der kriegt in der Banane schon extrem viel Damage reingedrückt. Und es sieht nicht gut aus. Ah, Spray kann da den Langpeak nicht durchziehen. Der Spray von Sylvestrana geht da durch und Ray mit einem Boilerpick. Ray hat das einfach auf dem Schirm. Da war Bouts kurz abgelenkt und auch der Damage gegen Lang geht nochmal durch. Balcony-Spieler wird gesehen, aber die Smoke rettet Raider irgendwo das Leben. Und jetzt kann der Off-Spieler rausgenommen werden. Ray gegen zwei Spieler auf der Long. Storm hat den Orpa inside Library auf dem Schirm. Das ist hier nur noch Triconix im Pit und damit ist die A-Side frei. Black Daddy mit einer M4 in der B-Rotation gegen 3 Spieler. Das Klatschpotenzial relativ hoch auf Seiten der Schmutzfinken. Sie haben ja heute schon viel gerissen, aber der Step ist safe und damit hat Storm einen besseren Angle. Und sie holen sich hier nochmal zur Halbzeit eine 7. wichtige Runde, lassen da die Schmutzfinken nicht zu weit nach vorne kommen. Und machen hier Map Nummer 2 Inferno nochmal spannend. Checken wir eben kurz nochmal die 99-Tabelle. Beide Teams natürlich momentan nicht eher so im Mittelfeld der Div 4.1 unterwegs. Da wollen sie sich heute ein bisschen draus hervorsetzen.
Beziehungsweise Clutch Control mit dem ersten Map-Win ja jetzt schon eher den Vorteil. Und für die Schmutzfinken geht's jetzt auf jeden Fall darum, dafür zu sorgen, dass sie nicht weiter abrutschen. Und es gibt hier einmal den Timeout auf Seiten. Ja, auf Seiten, eine gute Frage, ne? Sollte man vielleicht da nochmal nachgucken. Ah, perfekt. Das ist die Seite von den Schmutzfinken, die da den Timeout in der letzten Runde schon gecallt haben. Einmal zur Halbzeit nochmal zu gucken, dass man sich ein bisschen umstellen kann mental. Dass es jetzt eben auf die T-Side geht und Clutch Control. Das ist die Phrase, der Unpause kommt durch. Das kann man hier an sich ja natürlich auch mal verstehen, dass die Spieler ein, zwei Sekunden Pause brauchen zwischendurch, wenn man hier zwei so unglaublich spannende, so unglaublich abwechslungsreiche Matches hier hintereinander legt. Ist das ja overall nicht gerade die stressfreiste Situation, da mal eine kurze Sekunde zu haben, um durchzuatmen. Tut auf jeden Fall gut. Und jetzt geht es in die Pistol Round. Und es sieht so aus, als würde sich die Schmutzfinken für ein schnelles B-Play entscheiden. Ignorieren da die A-Side komplett und das sollte auf jeden Fall gespottet werden von CC. Und die Rotation ist definitiv langsam da. Und der Backside-Spieler im New Box darf dann nicht down gehen, aber sie kriegen ihn down. Das ist Tamox, der fällt, ohne viel Damage gegenzusetzen. Clutch Control early im Retake-Versuch. Helldexe geht weiter mit zwei Fracks in Church. Und dann sind es hier nur noch Silvestrana und Flint. Silvestrana mit einem Frack. Hat Closed Church den nächsten Spieler an dem Helldexe raus. Verhindert da jegliches Potenzial auf den Ace. Und auch Spray wird da noch low geschossen. Sie sind beide in Church bekannt. Werden jetzt von CT eigentlich gefesselt. Flint ins Pit mit ihm. Wird von Zeit gespottet. Der 180 sitzt. Und es ist Bouts gegen Flint. Er muss eigentlich den Diffuse sticken. Bouts, wenn er jetzt den Peak rausholt, setzt den Frack, aber der Ninja Diffuse geht durch. Flint retradet das Ganze. Was gerade schon von Spray gegen Rage funktioniert hat. Was ist das bitte heute für ein Matchup? Also wenn ich das gerade richtig sehe, beide Pistol Rounds am heutigen Abend mit 10 Sekunden Diffuse Sticks durchgebracht. Obwohl, nein, ich meine, Flint hätte gerade sogar ein Kit gehabt. Das ging recht schnell durch. Nein, er hat keins. Er hat einen 10 Sekunden Stick durchgehabt. Also, absolut Eier aus Stahl hier auf dem Server heute. Sowohl bei den Schmutzfinken als auch auf den Seiten von CC. Und der 2v4 Retake hat damit gut funktioniert. So, und es geht Inside Apps für Flint. Hinter Molotov spottet er den Spieler, halber AP bleiben ihm noch, um sich zurück ins Pit zu ziehen. Silvestrana entscheidet sich hier, Boiler zu checken. Stormtrooper kann den B nochmal entscheiden. Frag sitzen und auch sie findet Inside Apps einen Spieler. Und damit ist es hier eigentlich erstmal ein kurzer Vorteil. Kurze Verschnaufpause für CC und sie findet einen Spieler, der Close Mitte da abgelenkt war. Bouts hat das nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Boiler-Spieler ihn da pieken könnte. Und dann ist es Storm hier mit seinen 19 AP trotzdem noch aggressiv gegen den Ramp-Spieler. Spray mit der Scout gegen 3. Nein, das wird er nicht mehr schaffen. Da pieken ihn einfach zu viele Spieler, egal welchen Engel er piekt. Aus jeder Richtung kommen Bullets geflogen. Und damit geht's hier nach einer etwas gestruggelten T-Side das erste Mal so wieder richtig in eine Führung für CC. Und es dreht sich hier auf Inferno halt erneut. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Jetzt geht es hier wieder in den Full-Buy für CC. Es ist ein Pistol Force auf Seiten der Schmutzfinke. Und so wie der heutige Abend verlaufen ist, kann man bisher einfach noch nicht sagen, wer da jetzt den Vorteil aus der Runde ziehen wird. Ray mit dem ersten, aber kriegt durch die Wand gut Damage. Sollte Inside Apps die Spieler gehört haben. Flint nur gut für einen. Kann den zweiten dann nicht rausnehmen. Und Black Daddy antwortet dann nochmal mit einer Diegel. Ja, aber jetzt wird er da im Molotow alleine stehen gelassen. Gegen vier Spieler muss er sich zurückziehen. Auch die Bombe-Kontrolle haben sie Inside Ramp. Das haben sie nicht auf dem Schirm. Sie haben die Ramp noch nicht gecheckt, weil die Smoke da gut liegt. Und das könnte ihm nochmal den Vorteil geben, da noch dran zu kommen. Ja, da muss er dann auch erstmal hingehen. Das wird er natürlich irgendwann von CC auch gecheckt. Ja, er erwartet, dass da die Second mit abgeaimt wird. Hat da freien Weg über
Mitte nach T-Spawn. Da hat er aber ein bisschen lange gewartet. Da sitzt Stormtrooper, erwartet ihn. Und dann sitzt der letzte Frag auch am Ende. 50 Sekunden wären da noch verblieben. Fast 60 Sekunden, eine Minute Spielzeit. Also eine schnelle Runde da. Kann man eigentlich sagen. Und es geht in die nächste Full-Buy-Runde für beide Teams. Und Clutch Control entscheidet sich hier aktiv gegen eine AWP. Entsprechend Ray und Storm beide nicht mit einer AWP ausgestattet. Sogar zwei Farmers lieber. Na, es ist interessant, ob da vielleicht gesagt wird, ey, vielleicht gehen wir jetzt erstmal darauf, dass wir nochmal Damage setzen und Geld rausziehen und notfalls geben wir die Runde ab oder sowas. Oder ob ihnen das Ganze auch einfach, ja, damage-technisch reicht, ob sie das durchsetzen können. Und die Granaten inside Banane liegen auf jeden Fall gut. Silvestrana hält da den Balcony-Push auf. Selbst Ray supportet in der Mitte. Clutch Control hier gerade ein ganz anderes Spiel als auf der T-Side am zeigen. Aber Spray kommt durch. Ray setzt trotzdem im Refrag Daddy und hält Axel hier alleine gelassen. Und beide in einer 1v2-Situation. Ja, und sie haben es nicht auf dem Schirm, dass Black Daddy da irgendwo durch ist. Der Wechsel vor der Banane findet ein. Und jetzt ist die Frage, wenn der Stürmchen dann nicht auf dem Schirm hat, Flint holt den Apps-Spieler raus. Ja, und da dürfte eigentlich gecallt geworden sein. Der ist Banane gerade runtergerannt. Stürmchen sofort hinterher am Ausschließen. Und der Peak kommt, aber Stürmchen ist schneller. Und damit ist es Runde 11. Und die Waffenrunden haben sie sehr gut verteidigt. Da wurden nicht mal AWPs benötigt. Drei AKs können sie durchbringen. Und die Schmutzfinken entscheiden sich hier nach langer Zeit auf Inferno tatsächlich mal in den richtigen Force Buy zu investieren. Galil und dreimal MAC-10. Und das ist was, was wir, glaube ich, heute noch nicht gesehen haben. Sowohl auf Vertigo als auch auf Inferno nicht. Die Schmutzfinken in einem Full Force Buy, die sind eigentlich ja eher darauf gewesen, dass sie dann auf Deagle mit Utility gehen und sich ein bisschen Geld sparen. Und das haben sie jetzt geändert. Jetzt geht's hier schnell über Apps durch. Und Flint steht da mit der Utility in der Hand durch. Die rennen Inside Short rein. Bei Konix findet da keine Information. Sie wissen nicht, wo der Spieler ist. Und jetzt geht der Backside-Spieler raus. Aber Ray wird immer noch nicht auf dem Roof gespottet. Hat da 30 Mal rumgeschossen. Und es muss so sein. Draconix dachte, dass das eine Decoy ist. Anders kann ich mir das Ganze nicht erklären, was da gerade passiert ist. Ja, und der Force Buy, der Push da nicht so aufgegangen, wie sie sich das erwartet haben. Trotzdem ist Damage reingegangen. Aber auf Seiten von CC kann man da easy nachkaufen. Und sie bauen ihre Führung hier jetzt erstmal in einem angenehmen Rahmen aus, würde ich sagen. Flint changed da nochmal seine Utility auf, ich glaube, eine zweite Flashbang, wenn ich es mir richtig gesehen habe. Und die will er auch für die Second mit sofort benutzen. Double Flash da rein. Spray fängt sich in der Banane Damage. Flint mit einem aggressiven Midplay. Die haben die komplette Mitte eingenommen. Aber dann entscheidet sich Silvestrana gegen zwei in die T-Ramp zu gucken. Findet zwar ein bisschen Damage, aber wird rausgenommen. Ja, und im Endeffekt lassen sie mit dem Play, weil sie dann zu aggressiv und ohne Timing rumgezogen sind, einzeln lassen sie ihr Team jetzt komplett alleine stehen. Stürmchen ist da full blind auf B. Und sie haben nicht mal mehr einen B-Spieler. Tarbox, na, mit einem Molotow, der könnte gut zum Timing kommen. Der Frag sitzt, ja, jetzt kommt der Molotow durch, aber den Spieler im Pit, der ist nicht bekannt. Und Backside Nate. Und sie entscheiden sich mit der Bombe zurück auf die A-Side zu gehen. Wie wichtig ist diese Rotation, bitte? Das komplette B-Play rausgebaitet und da steht nur Black Daddy, der da irgendwie versuchen wird, einen Backstep zu kriegen. Und die Information gegen Tarbox geht durch, sie haben es nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist natürlich nochmal die Frage, weil da gerade ein Frag durchging auf der B-Side, ob sich Rainer nochmal entscheidet, gegen zu checken. Aber nein, der ist schon in Library, versucht dafür in den Fight zu gehen, findet den ersten. Zwei Spieler, einer davon auf 8 HP. Es ist möglich. Das ist Bouts Onside, der hier den Engel gegen Library checken muss. Und Ray musste eigentlich mit ein bisschen Timing, kommt er auch raus, aber muss gegen lang anhalten. Die Zeit läuft immer weiter runter. Und die Smoke ist gut, aber dann steht er gegen zwei. Beide können ihn pieken. Er steht full open. Und die Schmutzfinke mit einer starken 9. Runde arbeiten sich hier doch nochmal stark gegen Clutch Control vor. Sorgen dafür, dass sie jetzt mit, nicht unbedingt mit einem idealen Buy, aber trotzdem einen Buy mit Rifles dagegen gehen können. Und CC, ihr Puffer wird kleiner, denn sie müssen full nachkaufen.
Und es geht in Runde Nummer 22. Es geht schnell in die Banane hoch. Damage wird gesetzt, aber der Molotow sorgt erstmal für viel Raum auf Seiten von CC. Die Smoke Deep ist gut, aber durch die Flash lässt man sich da nochmal ein bisschen zurückfallen. Beide Spieler hinten im aggressiven Engel. Storm mit dem ersten. Der Spraydown sitzt gut und Tarmox kann sofort rumziehen. Weiß sofort, die Information ist da auf den zweiten Spieler. Aber er tankt wieder Damage mit der Nade. Sprayder gut reingeworfen. Ports am Holz. Er kann da nicht mal seine Flash richtig nutzen. Aber jetzt ist sie durchgekommen und eigentlich müsste er bekannt sein, dass er da oben drauf steht. Der Boost mit Storm und Tarmox ist ein super gutes Play. Selbst der Refrag kommt durch und setzt jetzt hier nur noch Draconix und Black Daddy. Draconix verschiebt in die Ramp, um die Bombe zu picken. Excuse me, dieser Booster gerade absolut frech. Black Daddy hat da Inside Apps nicht auf dem Schirm, dass ein Spieler hinter ihm in die Second Mid vorgepusht ist. Es ist Flint, der sich da komplett Raum eingeschlichen hat. Aber Ray steppt da voll durch, dachte dadurch, dass Flint da durch ist, kann er da gehen. Und Flint sollte eigentlich die Information haben, dass sie durch Apps ziehen. Sein Team jetzt über die Mitte am Rotieren. Und das werden sie nicht auf dem Schirm haben, dass der Late über Apps sie da checken kann. Das werden sie nicht auf dem Schirm haben. Flint mit einem guten Timing findet den Spieler Backside. Damit wissen sie, Draconix close am Planten, aber wird geteamflashed. Ja, Silvestrana das nicht unbedingt gut gemacht, aber dann setzt sie den Frag nach, sorgt dafür, dass sie trotzdem noch die Runde safe bekommen. Aber Flints Play da über die Second mit komplett deep zu sein, sich dann nicht zu zeigen, kein Spray zu setzen, sie einfach durchzurennen, durchrennen zu lassen und den Spieler auf Side zu holen, der es nicht auf dem Schirm hat. Wunderschönes Play von ihm. Da so ein bisschen die Schmutzfinken outsmartet und dann ist es eine sichere 13. für sie, die sie da irgendwie durchsetzen können. Nichtsdestotrotz geldtechnisch eigentlich gut aufgebaut auf beiden Seiten. Sie haben Full Buy gegen Full Buy und sogar eine AWP hier bei Heldex. Wir haben gerade gesehen, der kann damit richtig gut was reindrücken. Und dann wird erstmal die Top mit reingeflasht. Ray sofort mit einer Counter Smoke. Zeigt auch an, ey, da wird jetzt auf keinen Fall für einen Peak gegangen oder sowas. Da wird erwartet, dass da eine AWP gekauft wurde. Und der Banane-Damage gegen Black Daddy, die Nate sitzt gut. Und auch jetzt wieder der Boost aus der anderen Perspektive. Und es scheint ein Play zu sein, auf das die Schmutzfinken nicht gut reagieren können. Inside Apps findet Silvestrana jetzt die Information, dass auf jeden Fall einer vorgepusht ist. Also sie versuchen, Raun einzunehmen. Resmoke, Top Mid, geht durch. Und die Schmutzfinken bisher noch nicht wirklich viel mehr Entscheidungsfreiraum bekommen. Und jetzt geht's in der Banane vorwärts. Spray mit einem guten Engel, kriegt einen Tap ab, aber Tamox und Storm. Wichtige Position für sie dagegen zu halten. Und es ist dieses Duell, was da Top-Banane gerade stattfindet. Dieses Silent-Duell. Könnte man schon fast wie einen Kalten Krieg beschreiben. Es wird sich aneinander angetastet, aber so wirklich in den Fight will man da nicht reingehen, weil man eben noch nicht da die Überhand hat. Und jetzt sind sie eben zu dritt in der Banane. Und jetzt geht es ja eigentlich ins Playstorm mit dem ersten. Und dann wird der late rotierende Spieler von der A-Side noch rausgenommen. Strana da mit einem guten Apps-Play. Nichtsdestotrotz kommen sie auf die B-Side drauf und der Plant geht durch, das wird gehört und damit können sie schnell rotieren. Und seit Molotow ist durch, damit wissen sie auf jeden Fall, dass an den Obstkisten eigentlich keiner stehen sollte. Und Draconix entscheidet sich da trotzdem dahin zu gehen und der Frag von Silvestrana ist da. Draconix mit 33 AP findet nochmal einen Frag, aber auf dem Boost sitzt Flint und Refrag das Ganze und sorgt hier für eine stabile 14. Runde und eine starke Führung auf Seiten von CC. Und die entscheiden sich hier auf den Rifles zu bleiben, auch wenn da eine AWP zum Picken liegt. Geldtechnisch könnte die Tier notfalls gekauft werden. Na, jetzt entscheidet man sich doch nochmal dafür zu gehen, die Waffe aufzuheben. Und die geht soweit rüber an Ray. Wird hier wahrscheinlich dann eine relativ aggressive Top-Mid-Position bespielen. Und es gibt sogar noch eine zweite AWP für Stürmchen in der Banane. Und das ist jetzt die Frage, das wird ein relativ aggressiver Aufbau, habe ich das Gefühl. Da wird auf jeden Fall jetzt versucht, Agro gegen zu pieken. Und für die Schmutzfinken geht es hier in den Second mit Aufbau und versuchen so schnell wie geht, Mitte Raum einzunehmen. Aber Ray mit dem ersten Frag in der Mitte, die AWP zeichnet sich da eben aus für ein starkes Entry-Potenzial auf Seiten der CTs. Silvestrana da fullblind, entscheidet sich da trotzdem nochmal mit dem Spray um die Ecke zu gehen. Einfach nur für die Info. Und der Spraydown gegen Spray sitzt und er stirbt im Fuchsbau und gibt seinen Pelz ab.
Und sie bauen sich trotzdem weiter komplett vor der A-Side auf. Die Bombe liegt immer noch in T-Spawn. Braucht's mit einem wichtigen Frag, aber Ray ist da, refragt das Ganze wieder zurück. Dann sind hier Black Daddy und Triconix wieder in einer 2 gegen 4 Situation. Und Clutch Control zeigen sich hier sicher. Ray mit der Smoke findet den Frag gegen Black Daddy. Und dann ist es hier nur noch Triconix vor der Banane gegen Storm. Der ist full blind und damit weiß er eigentlich, jetzt könnte er mit Gas auf die B-Side drauf. Ja, und hier ist jetzt eigentlich gesagt, scheiß auf Vorsicht. Entweder du kommst drauf und ziehst den Plant durch oder nicht. Aber jetzt ist Ray schon inside Shirt. Sprich, die Smoke findet er nicht mal mehr genug Damage, um Tamox rauszunehmen. Und Clutch Control sorgt für Matchpoint Nummer 2 auf Inferno. Ja, und man könnte hier irgendwo schon fast sagen, es ist ein leichtes Comeback, was sie hier gerade gegenziehen. Aus einer eher schwachen T-Side hier in eine starke CT-Side geswitcht. Und insgesamt eigentlich nur eine Runde da abgegeben bisher auf CT. Und jetzt geht es hier in die potenziell letzte Runde für diesen beiden Teams. Es geht nochmal schnell aggressiv in die Banane, aber auch Second Mid wird eingenommen. Black Daddy mit der Deagle relativ aggressiv vorne. Und Ray kriegt da einen Tap von der AK mit. Geht da auf Low HP. Der Double Molo in Apps, da kommt er erstmal nicht nach vorne. Und sie sind Full Mid und Second Mid aufgebaut. Und es ist nur Hexe, der da in der Banane ist. Und auch er findet keinen Frag. Es ist Silvestrana auf der A-Side, die hier gerade nochmal versucht, irgendwas zu machen. Baut Second mit. Ja, er sucht nach der Information. Silvestrana hinter der Smoke. Ja, mal gucken, was kann sie hier bespielen. Sie hat die Information, dass da noch ein Spieler top mit war. No Spoiler, geht nochmal für den Peak. Aber es ist Flint, der hier weiter aggressiv vorgeht. Der letzte Spieler in der Mitte bekannt. Silvestrana hört ihn top mit reinsteppen, kann ihn jetzt von hinten umschießen und dann ist es hier die 16. Runde auf Inferno auf der Map Nummer 2. Clutch Control holt sich 2 wichtige Punkte in der 99 Damage.